Also ich mag diese Stadt, weil sie ist eine sehr, sehr besondere Stadt. Meine Mutter hätte gesagt, mit den Menschen hier musst du nicht einen Löffel, sondern einen Sack Salz fressen, bis du mit denen warm bist. Sie verbirgt ihren Charme so ein bisschen. Man muss immer ein zweites Mal hingucken. Natürlich, wie jede andere Stadt auch, gibt es Probleme und Sorgen. Es gibt auch Ecken, die sind nicht so schön. Aber wenn man mal den zweiten Blick wirft und geht mal so in die kleinen Hofschaften hinein oder man geht durch bestimmte Straßen, wie zum Beispiel die Martin-Luther-Straße, oder man geht mal um die Eschbach-Talsperre herum, dann sieht man, wie schön es hier ist. Und diese Menschen hier, die sind knorrig schon mal, die tragen ihr Selbstbewusstsein nicht unbedingt nach außen zur Schau, aber das sind tolle Menschen, die sich eine hohe Verbundenheit zu ihrer Stadt haben. Und auch in manchen Mäkeln merke ich, die eigentlich wollen sie ja, dass es dieser Stadt gut geht. Und dieses Mäkeln ist auch so ein bisschen das Signal, ey Leute, tut alles dafür, damit es dieser Stadt auch noch besser geht. Und so nehme ich das auch dann meistens auf. Es gibt schon mal Kommentare, die sind doof, aber ich glaube, die Remscheider haben eine hohe Standortverbundenheit. Das merke ich auch in der Industrie. Viele KMU-Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, häufig Weltmarktführer, die dieser Stadt verbunden bleiben, andere Städte werben um sie und sagen, kommt zu uns, ihr zahlt weniger Steuern. Sie bleiben hier, weil sie hier gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, weil sie hier tolle Menschen haben und weil sie auch wissen, dass wir als Stadt hinter ihnen stehen.